Die Schönheit kann ganz schön viele Probleme verursachen. Sie ist vergänglich, man sucht danach, man findet sie oder auch nicht. Und man kann ganz bezaubert sein von Schönheit und dann weiß man nicht, ist die Schönheit eine Maske oder ist sie eine Verzauberung oder ist es doch das Abbild der inneren Schönheit. Die Geschichte, die ich jetzt noch erzählen möchte, ist auch ein Fallbeispiel für diese Problemlage grundsätzlich. Sie fängt ganz schlicht an mit einer grünen Wiese. Ein paar Löwenzahnblumen und Gänseblümchen, ein bisschen Gekrabbel und Gesumse und mittendrin ein Kuhfladen. An dieser Wiese, da flogen einmal drei Feen vorbei. Diese kleinen mit den spitzen Hüten und dem Zauberstab, kennt ihr, genau. Ja. Und die erste Fee, die sagte, ich übersetze frei aus dem Italienischen, ich wünsche und zaubere, dass aus diesem Kuhfladen eine schöne junge Frau werden soll. Und so geschah's. Die zweite Fee, ich zaubere ihr gutes Schuhwerk, seine Strümpfe, ein gut geschnittenes Kleid, ein schönes Haarband und Schmuck, einen kostbaren Ring zaubere ich ihr. Und die dritte Fee? Ich verzaubere diesen Ring. Und jeder, der ihn trägt, soll nur noch ein einziges Wort sagen können. Und das Wort ist Mörder. Und wer jetzt schmunzelt oder kichert, ist des Italienischen mächtig. Allen anderen kann ich verraten, das ist das Material aus dem Kuhladen. Stehen. Da stand nun also eine schöne junge Frau in einem gut geschnittenen Kleid auf der Wiese und die drei Feen waren es zufrieden und flogen ihrer Wege. Kurz danach kam eine Kutsche des Weges und in der Kutsche saß der Regent des Landes, der junge König. Und er sah die schöne Frau dort stehen und er ließ anhalten, stieg aus und versuchte sich mit ihr bekannt zu machen. Ja, die Unterhaltung war etwas einseitig, merkwürdig, aber er war ganz bezaubert von der jungen Frau und auch irgendwie fasziniert von diesem Mysterium und er bat sie, dass sie bitte mit ihm kommen solle in seinen Palast. Sie willigte ein, kam mit. Er stellte sie gleich seiner Mutter vor. Die alte Königin war schon angetan von ihrer Lieblichkeit und grundsätzlich von den Manieren, aber das Vokabular, diese Ausdrucksweise, das ging gar nicht. Aber da war es schon zu spät. Der König hatte sein Herz verloren. Und er fragte die junge Frau, ob sie ihn heiraten wolle. Und ich glaube, sie hat so eher mit einer Geste geantwortet. Sie war einverstanden. Und es wurde gleich ein Notar geholt und ein Priester. Und es wurde auf der Stelle geheiratet. Am nächsten Sonntag, da machte sich der gesamte Hofstaat auf, in die Kirche, um die heilige Messe zu feiern. Und auch alle Menschen aus diesem Ort, aus der Stadt und aus dem weiten Umland kamen herbeigeströmt, weil sich herumgesprochen hatte, dass der König geheiratet habe und alle waren neugierig auf seine Gemahlin. Und sie waren auch, sie waren ganz begeistert von dieser schönen jungen Frau, wenn sie einen Blick erhaschen konnten. Sie schien sehr angenehme Manieren zu haben, sie war vielleicht schüchtern oder etwas, oder vielleicht sogar stumm, man weiß es nicht. Alle waren weiterhin neugierig und der Priester, der freute sich an diesem Tage so viele Leute in seiner Kirche eingefunden haben. Und er nutzte die Gunst der Stunde und ließ seinen Diener schon vor Beginn der Messe mit dem Klingelbeutel rumgehen. Und jeder gab etwas hinein. Als die Reihe an die junge Königin kam, da hatte sie nichts. Da nahm sie ihren schönen, funkelnden Ring und warf ihn in die Spendenkollekte. Der Priester, der hatte das gesehen, rief seinen Diener heran und wühlte sogleich dieses kostbare Kleinod aus dem Münzgeld hervor. Nicht, dass es verloren ginge, und sagte, oh, schön, so ein schöner Schmuck, das ist doch angemessen für den ersten Diener Gottes hier am Ort.
können Sie sich denken. Er stieg auf die Kanzel und er begrüßte die Gemeinde. Merda! Merda! Merda, Merda! Und so ging es weiter. Die Leute waren erst amüsiert, dann waren sie erbost und in Scharen strömten sie aus der Kirche. Auch der König und seine junge Frau fuhren nach Hause. Aber seit diesem Tag an, da sprach die junge Königin ganz normal, wie sie und ich. Sie schimpfte auch manchmal ganz normal, nur dieses eine Wort, das hat sie vermieden dabei.